So, und damit weiter gehopst in Kotor und hoffentlich jetzt auch halbwegs stabil. Warte, ich wollte Kart noch mal zulabern. Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Hatte der vorhin auch schon Doppelblaster in der Hand? Ist das ein Gang, weiter auf Rang zu stellen? Ich bin ganz Ohr, meine Schöne. Was? Also ich habe die Dialoge ja alle nochmal gemacht. So, schneide ich das in der... Das hat sich ja klasse an. Warum habe ich gesagt, dass das nicht ernst meint? Ist das nicht ein wenig unpassend? Ja, wir schon, ne? Das ist nicht appropriate hier, meine Dame. Vielleicht will ich nur euren Fragen ausweichen. Ist das wirklich nötig? Ich würde euch gerne besser kennenlernen. Seid ihr so kindisch? Oh, also wenn das ein Verhör werden soll, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Seid doch nicht so gereizt. Vor allem immer mit diesem königlichen Seid und ihr und toll. Schon bald werden alle eure Geheimnisse auch meine sein. Okay, das muss ich jetzt nehmen. All meine Geheimnisse sind von wahrhaft profaner Vielfalt, unglücklicherweise. Nichts, was es wert wäre, entlockt zu werden. Aber ihr könnt es natürlich probieren. Lasst mich bitte zunächst eine Frage stellen. Seit unserem Absturz geht mir der Kampf auf der Ender Spire immer wieder durch den Kopf. Einige Dinge passen da einfach noch nicht ins Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja erzählen, was da geschehen ist. Aus eurer Sicht. wie wir bei unserem ersten gesagt haben, Bastiat kann ihre Macht einzusetzen. Okay. Ich bin gerade komplett verwirrt von diesem Dialog hier, ne? Richtig. Bastila ist so mächtig, wie immer behauptet wird. Sie war schließlich diejenige, die Darth Revan besiegte. Ich glaube, dass keine Jedi-Fähigkeit, und sei sie noch so mächtig, etwas gegen das Überraschungsmoment ausrichten kann. Wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Er wurde uns aufgezwungen. Zur Hölle, ich bin immer noch überrascht, dass wir das alle überlebt haben. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich, dass ihr hier seid, nicht wahr? Welche Position nehmt ihr in der republikanischen Flotte ein? Oh! Oh, der Ton hängt manchmal so ein bisschen komisch, ne? Mal sehen, ob das nicht dann zum Problem wird. Welche Rolle habe ich denn in der republikanischen Flotte? Also ich bin ja irgendwie Scout eigentlich, ne? Ich verspiele irgendwie mal das. Oder ist das jetzt der Wissenstest, ob ich mich noch an meine Origin-Story erinnern kann, was in meinem Fall tatsächlich ein bisschen schwierig ist, weil es letzte Woche war. Ich bin Speer. Das macht Sinn. Trotzdem, mir kommt es seltsam vor, dass jemand, der in letzter Sekunde zur Besatzung gestoßen ist, zu den Überlebenden zählt. Ich bin in letzter Sekunde zur Überlebenden. Also vor allen Dingen, keine Jedi macht die noch so starkes hilft gegen das Überraschungsmoment. Ist es nicht großes Thema, dass die... Dass der große Jedi-Trick mit den, du machst das Schwert kurz außen dann wieder an, um durch die gegnerische Verteidigung durchzudringen. Oder so eine Späße. Oder du haust einfach mit dem Schwert zu, während es aus ist, machst es dann erst an. Dass das alles nicht funktioniert, weil Jedi ein Stück die Zeit vor die Zukunft sehen können und dessen sowas halt nicht funktioniert. Also die haben halt eine Voraussicht. Und das kommt auch immer wieder vor, dass sie halt irgendwie Visionen haben oder nicht. Also, nun. Das ist für mich nicht am Leben. Oh ja, das gleiche der persönlichen Art. Ich mach mal die neutrale Variante. Was zu selten ran, wenn jemand da in der Mannschaft zugeteilt wird. Außer euch ist niemand hinzugekommen. Mal ganz davon zu schweigen, dass es Bastilas Gruppe war, die um euren Transfer bat. Ach so? Warum sollte Bastila mich angefordert haben? Ja, in der Tat. Das ist auch Neuigkeiten für mich. Die Jedi forderten die verschiedensten Dinge an, nachdem sie an Bord gegangen waren. Zur Hölle, sie haben praktisch das Schiff übernommen, so wie ich das sehe. In Anbetracht eurer Beziehung zu Bastila und den Jedi, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, kommt eure Anwesenheit hier nicht ungelegen. Vielleicht liege ich falsch und all das hat nichts zu bedeuten, ich weiß. Aber ich habe vor langer Zeit lernen müssen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und ich hasse Überraschungen. Ich sitze mal so ein bisschen vor den Untertiteln. Ich blende mich mal aus, wa? Naja, also das Ding ist aber halt... ich weiß davon ja alles nichts. Aber interessant schon, ob da eine höhere Macht in ihr gespielt hat. Ich habe doch gesagt, ich hatte eine... Was meint ihr mit Überraschung? Soll heißen, ich erwarte das Unerwartete. Sicherheitshalber. Oh ja, ein Zwerg der Sicherheitsdienstleister ist. Ein Sicherheitshalber. Versucht noch, ich will anzulegen, es wäre euer letzter Fehler. Ah, schön, das ist. Also tatsächlich müsste man wirklich den zweiten Run machen und immer schön diese Drohoptionen nehmen mit. Und Hauptsache, ich rette mich selber. Immer schön die egoistischen Optionen nehmen. Ach, wäre es schön. Dann sollten wir uns jetzt wichtig sein, seid ihr immer so misstrauisch. Er hat vor allen Dingen schön von seiner eigenen Befragung abgelenkt, ne?
Seid ihr immer so misstrauisch? Versteht doch. Das Ganze hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden? Das war noch nicht mein letztes Wort. Wir sprechen uns. Ich halte das für wichtig, ja, in der Tat. Also gut. Ihr seid die hartnäckigste Frau, der ich je begegnet bin. Wir sprechen darüber. Aber später bitte. Im Moment würde ich lieber gehen. Es ist doch... Was? Neuer Tagebucheintrag? Moment, wie lese ich denn das Tagebuch? Mit J anscheinend. Ach, jetzt kann ich den kompletten Dialog nachlesen? Ach, ist ja schrecklich. Feedback? Leute, ach so. Ah ja, Feedback. Feedback ist anscheinend das Log. Das eigentliche Dings. Okay, gut, warte mal, hier Card. Das ist ja immer das Card argwünsche und misstrauisch gegenüber anderen. Wahrscheinlich hat er seinen Grund für sein Misstrauen, aber er will nicht darüber reden. Na, immerhin ist das sortiert. Ich erinnere an das Morrowind, das Spiel kam, glaube ich, im gleichen Jahr raus, Tagebuch, wo alles einfach nur hintereinander wegsteht, wo sie dann erst mit Tribunal irgendwie so eine Sortierfunktion eingefügt haben. So, kann ich ihn trotzdem nochmal anquatschen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe doch schon nach Taris gefragt, Taris? Oder? Taris? Ja, soweit okay. Ich weiß, leben die Reihen. Okay. So ist es. So ist es, okay. Denn F4 war Quicksave, ne? Ja, okay. Mal gucken, ob ich irgendwie noch diesen schwarzen Block hier ersetzen kann, der beim Speichern ist, dass er 16:9 ist. Beim Verlassen des Apartments musst du dich entscheiden, welches Gruppenmitglied dich begleiten soll. Da du das erste Mal aufbrichst, sollte dich Card begleiten. Ja, okay, gut, denn es kommt ja halt auf dem Slot. Er ist Level 4 Soldat übrigens. Ich will übrigens die Kampftalente zu lesen, dann weißt du, wie sie funktionieren. Okay, Alien-Abschaum, alles an die Wand. Das ist eine Razzia. Es war gestern erst eine Patrouille und sie haben nichts gefunden. Warum lässt sich das Testus andauert? Die reden ja viel. Das passiert mit vorlauten Aliens. Und der Rest von euch? An die Wand, bevor ich wieder die Beherrschung verliere. Hey, was ist das? Menschen, die sich bei Aliens verstecken? Das sind republikanische Flüchtlinge! Angriff! Juhu! Aber anscheinend kämpfen wir nicht alleine. So, ich soll mal bei den Angriffen durchlesen, was die können, die Skills. Warte, wenn du einen Gegner aktivierst, dann klick auf deinen Gewicht und in den Kampfmodus. Das haben wir schon verschwendet. Und wie ist die Musik ganz schön lärmend, oder? Warte, ich habe doch nur eine Crew. Was habe ich denn noch für Granaten? Ich habe nur die. Ich meine, die stehen so schön beisammen. Das bietet sich halt irgendwie. Warte, was ist das denn hier? Kein Nahkampfangriff, Mann. Wir haben noch eine Granate. Hat der noch irgendwelche Granaten bei? Er hat auch Granaten. Warum habe ich denn nur Kryoban-Granaten bei? Okuros könnte es eventuell entschärfen. Egal. So, denn. Fokus. Auf den Typen, na. Du auch. Ich meine, der steht am nächsten dran, ne? Ja, war ein bisschen laut. Die Musik ist ein bisschen laut, immer noch. Ich hatte die doch schon runtergestellt, auch nicht schutzmäßig. Man, guck mal, das ist. Ach nee, warte, das. Der Musik, das ist die Musik in Film-Dings, ne? Ja. Oh. Okay, ich hätte vielleicht keine zwei Kyroban-Granaten werfen sollen. Das war ein bisschen Overkill, ne? Aber guck mal, er hat einen Rucksack gedroppt. Okay, jetzt habe ich nicht geguckt, was drin war. Naja, toll. So, mein Hallo Doros. Armer X-Skill, er hätte den Cis nicht widersprechen dürfen. Zum Glück war er hier, um zu helfen, Mensch. Es war nicht das erste Mal, dass die Cis uns hier belästigt haben. Aber hoffentlich das letzte Mal. Die blauen Aliens sind übrigens Duros. Ich habe von denen noch nie was gehört, aber das wird wahrscheinlich öfter passieren, dass mir irgendwelche Aliens begegnen, wo ich keine Ahnung habe, wer die eigentlich sein wollen, ne? Mein Star Wars-Wissen ist ja immer noch, ich sag mal, Mainstream. Wird er niemand nach der Patrouille suchen? Freue mich, dass ich euch helfen konnte. Ja, ich frage mal, verschwindet oder soll ich auch? ich mach mal die Nachfrage. Macht euch um die Leichen keine Sorgen. Ich bringe es weg, um Spuren zu verwischen. Das sollte die Sis auf die falsche Spur locken. Mit etwas Glück werden sie uns für eine Weile nicht behelligen. Ja, bis eine neue Patrouille zugeteilt wird. Okay, gut. Was haben wir denn hier schon? Ich stelle die Musik jetzt noch leiser, ne? Oder zählt das irgendwie? Jetzt ist sie leiser geworden. Was? What the fuck? Das ist ja wieder Wasserhahn beim Duschen. Heiß, kochend heiß, heiß, super kochend heiß, super kochend heiß, eiskalt. Hallo? Boah.
Das sind 5%! Und das ist eine logarithmische Kurve? Das ist ja schrecklich. Hat er noch was für den Vortrag? Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Nö, anscheinend nicht. So ist es. So ist es. Da werde ich mich, glaube ich, noch gewöhnen müssen, dass er andauernd so ist es sagt, oder? Nun gut. Wir haben einen Kampf. Nee, haben wir angezogen. Warte mal, ein Langschwert. Blaster. Vibro-Klinge. Prototyp. Okay. Ionenblaster, der war gut gegen Schilde, ne? Ich habe noch Splittergranaten. Kann ich die irgendwie ausrüsten eigentlich? Ne, warte mal. Ja, haben noch was Neues gefunden. Habe ich jetzt eine bessere Waffe? Ich habe die Blasterpistole ausgewählt. Und ich habe noch eine. Warte mal, olle Kollege Schnürschuh hat doch auch 2 Blasterpistolen. Ach, guck mal, ich kann auch 2 Stück tragen. Haha. Aber das verringert bestimmt meine Trefferchance, oder? -1? Mein Schaden auch -1? What? Achso, nee, im Vergleich zu dem anderen Ding. Okay, gut. So, dann habe ich jetzt 2 Pistolen bei. Ich muss bei Gelegenheit Karth loswerden. Der hat exakt die gleichen Klamotten an wie ich. Das ist irgendwie eher unpraktisch. So, wie kann ich jetzt... Ach, jetzt kann ich ihn hier aufwechseln. Was hat er denn hier? Er hat Karth Blaster. Der macht 4-11 Schaden. Hübschen Blaster hast du da ja, Karth. Wäre eine Tragödie, wenn du den hergeben würdest. Er hat auch einen. Okay. Hä? Jetzt habe ich beide Blaster. Achso, warum habe ich denn jetzt beide Blaster aus der Hand genommen? Warum macht denn er meinen Händen nur 2-11 weniger Schaden? Warte mal, gibt's denn. Benötigt Waffenkenntnis, Blasterkontrolle. Karth hat bestimmt mehr Blasterkontrolle, oder? Wo sehe ich denn das hier? Weil Karth bessere Stats hat. Verdammt. Es gibt also viele gute Gründe, ihn den Blaster zu lassen. Das ist aber ein Elend, aber auch. Verdammt. Ach, Karte. Ich habe auch eine Karte. Aber die ist ja. Sie ist besser als vorher. Wie kann ich die denn benutzen? Hallo? Okay, so anscheinend nicht. Okay. Also, habe ich was für den Kopf? Nein. Kleidung ausgewählt. Ich kann ihn umkleiden. Es ändert nichts, aber sieht er denn anders aus? Ja, also es, ich fühle mich schon wie eine Horde Ganzlinger, ne? Also es sieht großartig aus hier. Was? Warum ich denn jetzt schon wieder so ein L dran, ne? Das ist der Pförtner. Der Pförtner ist auch ein Mensch? Soldaten haben mehr HP als die anderen Klassen, dabei weniger Fähigkeit, naja. Hallo, Pförtner. Hey, da passt gefälligst auf, wo ihr hinlatscht. Ich habe die Böden gerade geputzt. Oh nun, das könnte zu einem Problem führen. Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ist schon gut. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich heiße Kadir. Ich bin der Hausmeister hier. Ihr habt das verlassene Apartment gemietet, nicht wahr? Hätte nie gedacht, dass das nochmal einer nimmt. Hm. Ihr seid wohl ein Außenweltler und hängt jetzt hier wegen der Quarantäne fest. Könnt ihr mir nicht erklären, warum jemand sonst dieses alte Loch nehmen sollte? Hä? Also, dieses Apartment ist schon wieder ganz schön wie Dissonanz, oder? Das ist riesengroß. Was hat man neulich ausgerechnet? Das hat 30 Quadratmeter. Also klar, es ist nur ein Raum und irgendwie habe ich bis jetzt noch keine Kochnische, weil wir haben nur so eine Werkbank gefunden, aber an sich ist das ein super geiles Apartment. Also vor allen Dingen, wenn man sich mal so anguckt, wie sonst immer so die Star Wars Dinger aussehen, die ganzen Stadtplaneten, wo die Leute alle so ganz kleine Hütchen haben, außer irgendwie die reichen Leute, wie zum Beispiel die Jedi. Also ich finde, da haben wir es hier super erwischt mit unserem Apartmentblock. Ich weiß nicht, was dieser wiederholte Hate gegen dieses gute Luxus-Apartment soll. Vielleicht ist das runtergekommen? Das sieht top aus. Ein bisschen Bohnen erwachsen, das ist wieder... Ich verstehe das nicht. Na gut, ich habe trotzdem Fragen. Ich wüsste nicht, was ich euch erzählen sollte. Aber ihr seid neu hier. Ich kann es ja mal versuchen. Ah ja, was denkst du, ist das in die Quarantäne? Stört mich nicht großartig, muss ich gestehen. Ich habe Taris nie verlassen und werde es auch nicht tun. Gibt viele Leute hier, die sind richtig sauer. Aber mich stört das nicht. Ich behalte solche Sachen lieber für mich. Aber in der Kantina findet ihr garantiert einige, die euch liebend gern erzählen werden, was sie von den Sith und der Quarantäne halten. Das ist übrigens interessant, haben wir das Apartment wirklich gemietet oder haben wir uns das einfach nur geschnappt? Und vor allen Dingen, gut, Star Wars wird sich wahrscheinlich nicht damit auseinandersetzen, aber wie funktioniert die Logistik hier? Also wer bezahlt diesen Hausmeister? Dieser Apartmentblock muss ja irgendwie verwaltet werden. Irgendwie muss diesen Mann ja auch bezahlen, damit der hier seine Hausmeistertätigkeit macht. Wie läuft das? Und wirkt sich das nicht auch auf ihn irgendwie auf? Na gut, wo ist die Kantine? Das ist eine gute Frage. Folgt einfach dem Ring um den Apartmentkomplex, bis ihr den Aufzug erreicht. Der bringt euch zu den Straßen der Oberstadt. Von da aus geht ihr ein Stückchen weiter in südliche Richtung. Ist nicht zu verfehlen.
Die Texturen konnten damals nicht so viel Dreck darstellen wie ursprünglich geplant. Ja, das ist ein Argument, ne? Weil an sich sieht dieser Flur hier geputzt aus, ne? Also, er hat ja auch gesagt, er hat ihn frisch gebunden, aber halt so richtig klinisch rein. Und ein paar Jahre später, ne, 2003 war Deus Ex schon draußen, aber Deus Ex ist doch ein Ego-Shooter, ne? Also in Deus Ex 1, da rennt man ja auch irgendwie in so verschiedenen, in so New York rum oder hinter den Hongkong. Und da gibt es dann auch so dunkle Gassen. Dieses Spiel sieht unfassbar dreckig aus, vor allem, weil es die ganze Zeit mal nachts spielt. Aber da liegt halt wesentlich mehr Dreck rum, aber ich glaube, das ist hier... Es könnte durchaus sein, dass das eine Engine Limitation ist. Mal gucken, wie es... Aber der nächste Teil ist auch ein Jahr später, ne? Na gut, ich habe andere Fragen. Wisst ihr nicht, was ich euch erzähle? Ja, ja. Ausrüstung? Am besten geht ihr zu Kebler Jurt. Ihr Geschäft liegt direkt gegenüber der Kantina. Wer beim Einkaufen durstig wird, kann auf der anderen Seite erstmal einen kleinen Drink nehmen. Folgt einfach dem Ring um den Apartmentkomplex, bis ihr den Aufzug erreicht. Der bringt euch zu den Straßen der Oberstadt. Von da aus geht... Ja, ja. Das Ding ist, ist das nicht ein bisschen verdächtig, wenn ich hier so viele Fragen stelle? Also ich stelle ja Fragen, als wäre ich hier gerade mit einem Dropbot angekommen, ne? Ist eigentlich kein schlechter Ort zum Leben, wenn man mal von den untersten Ebenen absieht. Da lümmeln sich die Swoop-Banden herum. Bleibt in der Oberstadt, da seid ihr sicher. Ihr könnt aber auch einen Abstecher in die Kantina machen. Als ich noch jünger war, bin ich da öfter hingegangen. Man kann ein Trinken gehen und erfährt, was so los ist in der Oberstadt. Habe ich dich nicht schon gefragt, wo die Kantine ist? Aber jetzt sollte ich wieder zurück an meine Arbeit. Wir werden uns häufiger sehen. Ich bin immer in der Nähe. Das Haus putzt sich schließlich nicht von allein. Ja, so Saugroboter oder so, die waren leider nicht zu erfinden. Also überlichtschnelle Antriebe, gar kein Problem. Aber Bonawachs-Roboter? Nee, dann brauchen wir leider einen Hausmeister für. Hilft ja alles nix. Oh, ich will gerade sagen, da vorne ist ein Twi'lek, aber der Twi'lek heißt nur Twi'lek und redet wahrscheinlich mit uns. Von den Sith kamen, sollten ihre Gesetze gelockert werden. Tja, ich schätze, das können wir jetzt vergessen. Was sind denn? Also, die Alien-Gesetze. Also, ist das Star Wars-Universum rassistisch und es gibt mehr Menschen als alle anderen Rassen? Und das gibt halt irgendwie, gibt irgendwie so Ressentiments gegen Nicht-Menschen? Oder ist das jetzt eher irgendwie, was ist damit gemeint? Sith sind rassistisch. Sind die immer Menschen, die Sith? Aber hier, Darth Maul, der war zum Beispiel ein Dingsbums, wie hießen die denn? Die Viecher mit den Hörnern. Aber es gibt sehr viele Menschen. Die Masken waren zu teuer. Ja gut, die meisten sind ja auch Humanoid, ne? Ein Wartungsdruide. Und der kann ihn noch sauber machen? Die haben einen mutterfickten Wartungsdruiden, der wahrscheinlich irgendwelche hochkomplexen Schaltungen macht, aber Bodenbonan war nicht drin? Ein Quaren. Hätte ich gewusst, was die Tarasana von Außerirdischen halten, wäre ich nie hergekommen. Jetzt sitze ich fest, verdammte Quarantäne. Ah ja. Vorne ist eine einfache Sicherheitstür. In Ituriana. Die Sith haben das Gebäude mal durchsucht. Zum Glück war ihnen es egal, dass wir illegal hier sind. Also sind sie abgezogen. Ich treffe hier nicht gerade viele von eurer Rasse. Die meisten Einwohner dieser alten Gebäude sind illegale Aliens. Übrigens, mein Name ist Laren. Wie gut ist mein, was auch immer er ist, Twi'lek? Warum zur Hölle? Also erstmal spricht mein Char offensichtlich Twi'lek, sonst könnte ich ja nicht antworten. Obwohl, ich habe glaube ich einen Teil in Sprache, ne? Die Ansprache in Star Wars ist ja auch basic. Wie wird die Atten... Adams-Sprache? Das sollte Amtssprache werden, oder? Aber die haben doch in diesen... In den Prequels haben die doch immer übersetzt in diesen großen Senat, oder nicht? Das kann ich... Habe ich das letzte Mal schon gesagt? Also ich habe es auf jeden Fall in der Beschreibung geschrieben, dass ich nicht verstehe, warum es... Nee, ich habe es gesagt in der Aufnahme, die ich danach gemacht habe. Warum es keine Universalsprache gibt im Star-Wars-Universum. Naja, gut. Whatever. Trauen wir irgendwelchen random Twi'lek, die... ist denn? Doch, er ist ein Twi'lek, ne? Weil nicht so wie die andere, die... Wie hieß sie denn? Der Padawan von Anakin. Die ist nämlich kein Twi'lek. Auch wenn die so ähnlich aussieht, weil die ist nämlich irgendwas anderes. Ich hab bloß leider schon gesagt, Basic ist die Universalsprache. Ja, aber die spricht keine Sau! Nicht mal die Twi'lek, die offensichtlich physisch in der Lage sind, das zu sprechen. Der labert mich hier auf Twi'lek zu. Oder was auch immer er spricht. Das ist ja das Ding. Schauen wir Star Wars im deutschen Raum, ist Basic Deutsch. Ach so, na gut. Also das Universal-Dings. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass das komische Buckelvieh da hinten vielleicht nicht irgendwie... Das Ding hat vielleicht einfach keine Stimmbänder für Basic. Aber
die anderen Viecher schon irgendwie. Trotzdem labern die mich auf irgendwas anderes Komisches zu. Und vor allen Dingen, das ist die Old Republic spielt ja 4000 Jahre vor den Star Wars Filmen. Ich gehe jetzt also mal davon aus, generell das ganze Star Wars Universum kommt mir immer noch postapokalyptisch vor. Dazu lange rannte in Fallen Order. Ich gehe davon aus, dass dieses Universum alt ist. Richtig alt. Das heißt, diese ganze Sprache müsst du eigentlich langsam mal gesetzt haben, oder nicht? Gibt ja in keinem Zweifel nicht mehr so richtig, da wurden die beiden Sprachen, da wurden immer die Sprachen. Perry Roden? Da sprechen alle Universal-Dingsbums außerhalb neue Völker. Und dann kommt der Universalübersetzer Schrägstrich Bubblefish zum Einsatz. Also sie haben dir keinen Bubblefish, aber das Fieder. Das sieht nicht so aus, als könnte. Das sieht halt irgendwie aus wie so ein floppiges irgendwas mit einem Atemgerät hinten dran. Das hat vielleicht wirklich keine. Na gut. Guten Tag, ich. Twi'lek sind doch immer so Zwielicht, oder nicht? Das sagt ja schon der Name. Hallo, mein Name ist Vispacora. Es geht mich zwar nichts an, aber ihr seht aus, als könnt ihr einen diesen neuen Energieschild gebrauchen. Die Dinger sind der letzte Schrei. Absolute Hightech. Die Turianer. Wir sind gerade an ihm vorbeigerannt, ne? Ich weiß alles über Energieschilde? es ist, glaube ich, nicht gut, alles über Energieschilde zu wissen, oder? Weil, dann würde es ja heißen, dass dann bin ich halt sofort aus der Republik gebrandmarkt. Na gut. Was denn so tun an diesen Energieschilden? Ja, soll er mir mal erklären. Wenn ihr ihn aktiviert, absorbiert ein transparentes Partikel über Barsterschüsse. Das ist wirklich praktisch. Angeblich schützt der Schild sogar vor Laserschwertern. Ach, er hat hier so einen kleinen Laden, das sehe ich jetzt erst. Natürlich sind die Schilde noch nicht ausgereift und halten nicht ewig. Ein Ionenblaster halten die Standardschilde also nicht viel gegen setzen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sie gegen eine simple Vibro-Klinge nichts ausrichten. Nur deshalb hat die Republik ihren Soldaten eine Nahkampfausbildung spendiert. Das sollten wir vielleicht nicht erzählen. Aber woher kommt diese Technologie, ist in der Tat eine gute Frage. Angeblich verwenden die Ishani solche Schilde. Ich hatte allerdings noch nie einen gesehen, bis die Sissi aufgetaucht sind. Keine Ahnung, woher sie diese Technologie haben. Die Schilde sind zu teuer, meine ganze Armee damit auszurüsten. Aber ein kleiner Kampftruff könnte eine ganze Bataillon Soldaten mit konventionellen Blasten ausschalten. Am Anfang des Krieges waren die Sith dank ihrer Schilde klar im Vorteil. Das hat allerdings nicht lange gedauert, bis die Republik ähnliche Schilde entwickelt hat. What? Jetzt arbeiten beide Seiten fieberhaft an Waffen, die die Schilde durchschlagen. Aber bis die fertig sind, werden die Schlachten weiter im Nahkampf entschieden. Das Star Wars Universum macht mich immer wieder fertig, ne? Das ist halt so. Es ist halt eine Oper, ne? Also eine Opera, eine Space Opera. Ugh. Weil das Ding ist halt. Wenn du eine weltraumfahrende Zivilisation bist, kommst du relativ schnell in den Punkt, dass dir eigentlich alles scheißegal ist, was es kostet, weil du de facto über unendlich Ressourcen verfügst. So, oder ich glaube, Star Trek Post-Scarcity heißt es. Weil du hast einfach alles. Du kannst mit irgendwelchen lustigen Dyson-Sphären kannst du die Sonnen abgreifen, hast unendlich Energie. Du kannst irgendwelche Meteoriten einfangen, du kannst ganze Planeten strip-minen, du hast unendlich Rohstoff. Es ist eigentlich egal, was es ist. Dann kannst du natürlich noch irgendwelche coolen Sci-Fi-Sachen einführen, wie diese Dingsbums-Kristalle da für die Laserschwerter, die vielleicht nicht überall vorkommen, die irgendwie selten sind. Oder hier die Stargate-Taktik mit dem... Oh, wie hieß es denn? Naquada? Das ist okay, das ist selten. Vor allem unendlich viel Orchester. Das ist schön im Hintergrund immer, ne? Man hat ja auch einen gewissen Technologieverlust in der Old Republic. Ja, aber das ist das Argument, lasse ich nicht gelten, weil... Ja, die Sith hatten ihre total hochentwickelten Schilde. Aber die Republik hatte ganz schnell selber welche nachgebaut. Also die Republik hat 1000 Jahre auf ihren Arsch gesessen. Und dann auf einmal... Oh, neue Technologie, die bauen wir mal eben nach. Wir haben natürlich totales Know-how, um das zu machen. Gar kein Problem. Haben wir 1000 Jahre nicht hingekriegt, aber jetzt auf einmal können wir sofort bauen.
Und wie auch immer, wie alt die ihre Replik, das weiß ich leider gerade nicht, aber das ist, ich nehme an, dass sie schon älter ist und verkrusteten Dings. Na gut, noch was. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wirklich. Abgesehen davon, dass ich einen Schild hier habe. Er ist nicht billig, aber könnte ich eines Tages das Leben retten. Ihr wollt sehen, was ich auf Lage habe? Ich weiß, mein Kiosk sieht ziemlich schäbig ab. Also meine Preise sind vernünftig und die Ware ist einwandfrei. Ich werde jetzt gehen. Man sieht sich, kommt wieder, wenn ihr was braucht. Ich habe euch interessiert, ja, genau. Schön. Gut, so viel dazu.